Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt FIFA 13 und wir starten gleich hier wieder weiter und ups, da haben wir schon wieder Neustart gegen Innsbruck und diesmal sind wir nicht in der Mannschaft. Okay, der Trainer hat daraus gelernt, dass wir keine wirkliche Verstärkung sind, dass wir froh sind, wenn wir den Ball irgendwie beherrschen, also irgendwie meine ich halt irgendwie. Und deshalb müssen wir dieses Spiel hier simulieren und uns einfach angucken, was unser Gegner denn hier so veranstaltet oder wir. So, unser Gegner kriegt mal eine gelbe Karte und zwar der Lenko in der 29. Minute. Dann macht Tadic ein Tor. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie darauf noch eine Antwort finden mit unserer Mannschaft. Habe aber das dumpfe Gefühl, im nächsten Spiel müssen wir wieder ran, weil sie es ohne uns halt doch nicht geschafft kriegen. Ich bin zwar der schlechteste Spieler auf dem Platz, aber ohne uns gewinnen sie dann doch nicht. So, also hier gewinnt unser Gegner, die Wiener Neustadt gegen Innsbruck und irgendwie haben wir es dann doch noch geschafft, auf Platz 2 zu bleiben. Und jetzt spielen wir gegen Admira und da stehen wir wieder auf dem Platz. Okay, super. Dann stürzen wir uns hier gleich ins Geschehen und gucken mal, welche Position wir denn hier begleiten dürfen. Ach, wieder mal rechtes zentrales Mittelfeld. Ja. Öfter mal was Neues. Und dann bin ich gespannt. Oh, das kenne ich. Das kenne ich und kann's nicht. Ich versuche mal mein Glück. Wie gesagt, ich kenn's und kann's nicht. Ja. Okay, keine Punkte. Dieser Stick ist aber auch wirklich sehr empfindlich. Ich renne doch nach vorne. Was hat er denn für einen Krampf? Also langsam habe ich das Gefühl hier, meine Wurstfinger, die können den Xbox-Controller nicht steuern. So, jetzt aber, komm, komm. Ja! Ein Wahnsinn. Voll versenkt. So, nochmal. Komm, 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 komm. Und er verzieht ihn wieder, oder? Der kommt, der kommt, der kommt. Ich bin begeistert. Das muss ich so machen. Jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Ja. Dachte ich. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Die Mission ist erledigt, oder? Diese Übungsaufgabe ist erledigt. Wow. Habe ich schon mal so viele Punkte gehabt? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal da vorne in so einen Eimer treffen. Na, wieder nur Kante. Der Wahnsinn, oder? Der Wahnsinn. Ich habe einen Heber geschafft. Keine Ahnung, wo ich dieses Wissen anwenden soll. So, wir sind auf Platz 2 mit 65 Punkten. Red Bull Salzburg mit 68 Punkten auf Platz 1. Und FK Austria mit 64 Punkten auf Platz 3. Und die große Frage ist, schaffen wir es noch? Werden wir mit Innsbruck Meister in der österreichischen Liga? Das wäre der absolute Knaller. Ich meine, wir können nichts. Wir schaffen nichts. Unsere Teamkollegen können auch nichts. Die schaffen auch nichts. Und wenn wir dann noch Meister würden, dann wäre das Hardcore. So, da gibt es dann Eckball. Super. Da sind die Jungs, die mich nerven, die mich stören, die ich loswerden will. Genau. So, schönen Ball hinten raus. Wo sind wir denn zu Hause? Ach du lieber Himmel. So, komm, geht drauf, genau. Also, so langsam habe ich es raus. Ich glaube, ich drücke die ganze Zeit, wenn ich einen Ball erobern will, die falsche Taste. Kann das sein? Schwupps. Jawohl, ja. Okay, nicht ganz so gut die Flanke, aber sie kam irgendwo an. Oh. Hey, das war faul.
Ich bin gefallen. Hingeworfen habe ich mich da bestimmt nicht. Oder bin ich zu empfindlich? War bestimmt kein Foul. Oh oh. Boah, ich wollte gerade sagen, ey, zwei Stürmer, ohne dass ein Abwehrspieler in der Nähe war vom Torwart. Das ist unglaublich. So, Hebe haben wir gerade gelernt. Gucken, ob da was geht. Da geht was. Da geht was. Ja, da geht doch nichts. Das gibt's doch nicht. Woher wussten die denn, dass ich drauf schießen will? Die kombinieren sich und dribbeln sich hier durch unsere Abwehr rein. Das ist eine wahre Pracht. Und wir hauen den Ball einfach nur hinten raus. Hauptsache weg. Wenn er da ist, kann er nicht im Tor landen. Das ist echt, das ist ja echt unerträglich. Jetzt nehme ich meinem eigenen Spieler noch einen Ball ab und spiele es dem Gegenspieler vor die Füße. Das soll Admira sein? Admira haben wir doch abgezockt in den letzten Spielen. Ich kann es gar nicht glauben, dass das Admira sein soll. Und dann schießt er vorbei. Da müssen wir uns mal wirklich hier Gedanken machen. Also wenn ich Trainer wäre, ich glaube, ich hätte die halbe Mannschaft hier schon verkauft, wenn die so Spiele spielen. Und mich hätte ich wahrscheinlich in die Kreisliga verbannt. Ups. Ja, was ist denn? Was ist denn? Schiri. Ich habe dir mal gezeigt, wo der Hammer hängt hier. Stell dich nicht so an. Ich bin heute aggro drauf, glaube ich. Ich glaube, ich bin heute mal voll der böse Spieler, der voll in die Knochen geht. Ich riskiere es einfach mal. Wenn ich Gelb-Rot kriege, kriege ich auch Gelb-Rot. Ey, was war denn das? Das wird nicht gepfiffen. Der macht eine dreifache Rolle vorwärts. Tja. Das ist unglaublich. Wir haben die gelbe Karte gekriegt, ja? Wir haben die gelbe Karte gekriegt. Ich weiß noch nicht mal, wie man fault. Ich kenne nicht mal die Taste für Foulspiel, ja? Und dann kriege ich die gelbe Karte wegen Foulspiel. Ist unglaublich. Ja, ihr dürft ruhig auch mitspielen. Schießt doch, Mann! Das kann ja nicht wahr sein. Warum schießt der denn nicht? Was ist denn das für ein Stürmer, dass der nicht schießt? Oh, Backe.
Es darf nicht wahr sein. Ja, ich werde hier ganz nachdenklich, ganz leise und überleg, was ich euch erzählen könnte. Mir fällt nichts ein. Außer, dass die Bayern ja diesen Pep Cagnola verpflichtet haben. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe da noch gar nichts zu gesagt. Ey. Noch keinen Paten, keinen Vorgängerpaten, noch keinen anderen Part. Ich habe hier tagelang einfach geschwiegen. Was haltet ihr denn davon, ey? Die Bayern haben Pep Cagnola verpflichtet, ey. Das ist ja... Wieso geht denn der nicht nach England, wenn das, oder nach Spanien, wenn das die stärksten Ligen sind? Warum kommt er nach Deutschland zum Bayern? Da kann man sich mal die Frage stellen. Ich würde sagen, weil er weiß, dass Bayern eine verdammt starke Mannschaft in einer verdammt starken Liga ist. Oh Mann. Haben wir schon wieder einen Ball verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mich gerade eingestellt auf eine Vorwärtsbewegung und dann Ball verloren und geht schon wieder nach hinten. Und guckt mal, wie die hier schön spielen, wie die zack, zack den Ball da durchlaufen lassen durch die Reihen, ja. Und unser einer, hier, da rennen wir unseren Ast ab. Ach, warum mache ich mir überhaupt Gedanken, dass wir den Ball hier mal kriegen könnten für einen Versuch aufs Tor zu schießen. Wie komme ich nur auf so eine bescheuerte Idee? Ich sprint da jetzt auch nicht mehr mit vor. Lohnt eh nicht. Wir sparen lieber unsere Energie und laufen langsam mit. Das, der Abwehrspieler steht mir im Weg, wenn ich versuche, einen Ball zu ergattern. Schön. Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Es ist aber auch, ey, da sprintest du, da rennst du wie ein Geisteskranker, rennst du da und willst, dass die dir in den Lauf und Ball spielen und was passiert. Spielt in die andere Richtung der Gegner hatten. So. Und da war er wieder weg. Zack, war er wieder weg. Mann. So, Wallner verliert den Ball. Das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, will der mich irgendwie verkackern? Ich dachte, das wäre ein Stürmer. Voll vorbei. Das ist... Das ist einfach nur, ich weiß auch nicht. Vielleicht sollten wir mal an unserem Outfit was ändern. Vielleicht ist es Outfit schuld. Hm? Kann das sein? Andere Fußballschuhe, vielleicht ein paar Handschuhe, das Trikot mal rein in die Hose anstatt raus. Boah. Beinahe. Ich habe keine Ahnung, was er da eben gemacht hat, aber es sah gut aus und ich stand plötzlich vom Torhüter. Kann doch nicht sein, ey. Wie kommen die denn da hinten immer so mit den Bällen da durch, ohne dass da einer im Weg steht? Wahrscheinlich, weil es meine Position ist, nicht irgendwo rumlauf. Können wir direkt stehen bleiben, wenn so Bälle kommen. Kommen eh nicht an. Ja. Ein Drama. Wie viel steht's eigentlich? Immer noch 0-0? Tatsache, immer noch 0-0. Ich glaube, so wird das nichts mit Meisterschaft.
Was denn jetzt? Mann, das darf doch nicht wahr sein. Weg mit dem Ding da. Da brauchen die erstmal wieder, naja, Spielaufbau, von wegen. Ha! Brauchen die erstmal wieder Spielaufbau, so schnell wie die wieder in Ballbesitz waren. Bitte, bitte verlieren Ball nicht, verlier doch einen Ball nicht. Ich glaube, ich spiele bald keine Pässe mehr nach da draußen. Der hat immer verliert er den Ball, ey. So, die haben wir mal wieder erobert. Der ist durch, der ist durch, der ist durch, der ist durch. Schieß doch, schieß doch. Boah. Ein Drama. Ein Drama. Ein Drama vom Allerfeinsten. Ach, auf den wollte ich glaube nicht mehr, oder? Wollte ich auf den? Doch, auf den wollte ich glaube sogar. Und jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Der Winkel war spitz. So, immerhin Eckball. Wir haben eine Chance auf den Eckball. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wenn man ein bisschen früher sehen wird, wo der Ball in etwa landet, könnte man sich da besser positionieren. Was war denn das für ein Schuss? Das war ja ein Schüsschen. Naja, bringt nochmal einen Eckball. Da ist er drin! Kopfballtor! 90. Minute! Wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Kommt mir nach, werft mich um! Ich bin hier Bowlingbahn! Nee. Alter Schwede, ey, es darf ja nicht wahr sein. Mein erstes Kopfballtor, seit ich dieses komische Spiel da spiele. Und das auch noch in so einem entscheidenden Spiel in der 90. Minute. Das ist ja der absolute Hammer. Also trifft doch zu. Wir können nur gewinnen, wenn ich auf dem Platz stehe. Ja. Eigentlich habe ich einen Ball anfordern wollen. Das ging dann damit aus, dass ich einen Ball annehme und direkt weiterpass. Und das auch noch dorthin, wo keiner ist. Sowas Dummes. Da wird abgepfiffen. Ach ja, ein Wahnsinn. Habe ich es damit geschafft, hier Spieler des Spiels zu werden? Ich habe das einzige Tor gemacht. Das war immerhin etwas, ne? Ein Wahnsinn. Was Chancen wir hatten. Guckt euch das an, ey. Was Chancen. Der hätte doch drin sein müssen. Und dann kommt dieses komische Ding da. Und ich köpfen ein. Der Hammer. Ja, 8,3 als Bewertung. Ich glaube, ich muss bald umstellen auf Weltklasse. Ich glaube, das wird langsam zu einfach hier, das Spiel. Leck mich am Amelie. Entscheidender Spieler. Als entscheidender Spieler wurde ich gefeiert. Ja, ist ja der absolute Hammer. So, Bundesliga-Rückblick. Wie schaut's aus? Na, Salzburg hat auch gewonnen. Das ist doch zum Mäusemelken. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt FIFA 13. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.